Ein Prediger macht folgende Aussagen: Die meisten deutschen Prediger sind Murtia. Erdogan zu wählen ist Kufr. Man darf einen Moslem nicht anzeigen. Darf man von ihm nehmen, ist er Moslem. Aber weil, Barakallahu fikum, das Problem ist bei so einer Frage, passt auf, ja? Diese Frage ist allgemein formuliert, aber die ist spezifisch. Das geht in Richtung einer Person. Die Fragen der Person, die meint schon eine Person. Und wenn ich sage, diese Person ist unwissend, diese Person ist zum Beispiel unwissend, diese Person ist irre gegangen, diese Person, da sollte man von ihm nicht nehmen und so weiter, da sage ich, ja, Abul Hussein hat über den gesagt, aber wer ist den? Ich weiß nicht jetzt, wer gemeint wird, richtig? Aber die Frage geht in eine Richtung von einer Person. Und deshalb soll man vorsichtig sein bei Formulierung von Fragen. Okay, ob die meisten jetzt, für mich ist es besser, die Frage so zu formulieren: Sind die meisten deutschen Prediger Murdia? Nein. Wenn sie von Ahl Sunna sind, dann sind sie nicht Murdia. Aber diese Leute, die Murdia und Erdogan-Käfer und Tagutitis und so weiter, Barakallahu fikum, sagakallahu khairan, diese Leute, ich meine, die gehören zu einer Sekte, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Ihre Vorfahren sind Al-Khawarij, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Al-Khawarij damals, die haben noch ein bisschen Dien gehabt. Die haben Koran gelesen, die haben in der Nacht gebetet, die haben nicht gelogen, die haben keine Sünden begangen, weil bei ihnen Sünde und Lügen Kufr ist. Aber unsere Khawarij von dieser Zeit, die lügen, die betrügen, die haben kein Amana, die haben keine Religion, kein Wissen und kein Dien. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wahren. Beispiel, damit wir wissen, ja? Beispiel Daesh, ISIS. Kein Amana, keine Religion, gar nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Er raucht, kein Problem. Er guckt, wal'iyadhu billah, Filme und sowas, für ihn kein Problem. Er macht alles, kein Problem, weil er nur Daesh ist. Aber die anderen, wenn sie das machen, dann werden sie getötet. Und das ist genau die Art von Khawarij gewesen. Aber damaligen Khawarij, die haben Dien. Die haben in der Nacht gebetet, am Tag haben sie gefastet, die haben Koran gelesen, die haben nach Wissen gesucht. Aber diese, kein Wissen, keine Religion, keine Praktizierung, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber weil diese Aussagen, die sind bekannt, die sind uns bekannt, Barakallahu fikum sagt. Und die kommen von dieser Richtung immer. Der sagt Takfir und solche Sachen und der redet viel. Und subhanallah, meistens die reden und wo sitzen sie hier in Deutschland? Und der sagt dir, dass du hier in Deutschland das und das machst und am Ende stellst du fest, dass er zu Jobcenter geht und dass er einen Antrag bei Jobcenter gestellt hat und dass er bei der Mitarbeiterin von Jobcenter sitzt wie ein Maus, wal'iyadhu billah. Aber wenn er nach draußen geht, dann macht er sich vor den Muslimin, macht er sich zu Löwe, Asadun alayya, wa fil hurubi na'amatun, fatha'u takhafu safira as-safiri. Das wird, wenn man sagt, dann hat er Angst. Aber bei den Muslimin, der macht sich groß, möge Allah subhanahu wa ta'ala so wagen. Und solche Typen, Barakallahu fik, wenn du, ihr braucht keine Angst zu haben. Glaubt mir, solche Leute haben keine Ahnung vom Wissen. Die haben ein paar Wörter gelernt, die haben ein paar Ayat gelernt und die wiederholen das und deshalb werden die anderen, die bekommen die anderen Angst. Die denken, dass diese Leute Ahnung haben. Jetzt, was hat Wählen mit Erdogan, mit Kufr zu tun? Wenn man sich nur überlegt, was hat Wählen mit Erdogan zu, mit Kufr zu tun? Wählen an sich selbst, was hat das mit Kufr zu tun? Das hat mit Kufr nichts zu tun. Aber diese Leute übertreiben und übertreiben. Und er wird dir, weißt du, ich erinnere mich wallahi einen von ihnen. Am Ende, der wurde gespürt, der hat gearbeitet bei Verfassungsschutz. Und er hat die ganze Zeit diese Sachen gesagt, ja. Kufr, Tagut, Dschihad und so weiter. Auf jeden Fall. Der wurde gefragt, pass auf. Der hat gesagt, wer die Regeln und Gesetze von Kuffar akzeptiert, ist Kafir. Und der hat gesagt, ich erinnere mich, der hat gesagt, wenn du Windows, wenn du das benutzt und das steht, bist du damit einverstanden mit AGBs von Windows, dann bist du Kafir. Weil du die Gesetze von Kuffar angenommen hast, dann bist du Kafir.
Dann hat man ihm gesagt, aber du hast auch Windows. Der hat gesagt, bei mir, ich mache das so. Wenn das kommt, akzeptieren, ich sage, kafartu bihi, akzeptieren. Und sag, wen lachst du aus hier? Wen lachst du aus? Der sagt den anderen, du darfst bei Kuffar nicht das und das machen. Und am Ende, was macht er? Der arbeitet mit Geheimdienst von Kuffar. Und gerade einer von ihnen, der macht in Deutschland auch, der macht mit dieser, wie heißt dieser Verrückte aus Bayern? Es gibt so einen Verrückten, der kommt, Christen und sowas, und der redet über Muslime und immer Mikrofon. Manchmal nur, ja, dieser, Allahu alam, der hat nicht Alzheimer, der heißt Dummheimer. Auf jeden Fall, diese Person, es gibt einen von ihm, der war dieser Mann, der war in Afghanistan. Und der hat die Muslime angelockt durch solche Sachen, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Auf jeden Fall, aufpassen. Ich rede allgemein, ich weiß nicht, über wen hier gesprochen wird.